Amen. Ist das nicht ein wunderbarer Tag? Und er wird noch besser. Zwei Menschen haben heute Ja zum Herrn gesagt. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Allein deswegen lohnt sich das hier. Und wisst ihr was? Der Herr hat offenbart, dass hier noch mehr Menschen sind, die gerne noch Ja sagen wollen. Und darum will ich euch ermutigen, liebes Herz. Sag Ja zum Leben. Sag Ja zu Jesus. Ich weiß, die Menschen enttäuschen. Und die Vergangenheit prägt einen. Aber Gott kam hier auf dieser Welt, um dir das zu geben, was du brauchst. Liebe. Hoffnung. Freiheit. Wahrheit. Die Wahrheit ist immer eine Person. Jesus Christus. Ich möchte mal kurz fragen, wer von euch ist noch kein Christ? Hebt mal bitte die Hand hoch, wer noch kein Christ ist und wer gerne sein Leben Jesus geben möchte. Du! Ich bin kein Christ. Möchtest du Christ werden? Nein, ich bin Athen, ich will das. Bitte? Das bedeutet, du willst, dass die Menschen leider verloren gehen. Nein, Geld macht nicht glücklich. Jesus Christus macht glücklich. An die Geschwister, seid ihr glücklich mit Jesus? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus macht frei. Ein Arzt hilft dir vielleicht, aber Jesus schenkt das ewige Leben. Das findest du nirgendwo, weder bei Maria, noch bei Buddha, noch bei Allah. Nur bei Jesus Christus. Es sind fünf Buchstaben, die dein Leben verändern. Fünf Buchstaben, die dein Leben bereichern. Jesus Christus. Keine Religion, sondern eine intakte Beziehung. Der Herr segne dich. Ich wünsche euch auch Gottes reichen Segen, liebe Geschwister. Der Herr hat Freude an euch. Der Herr sieht euch. Und er sagt, das sind meine geliebten Kinder. An ihnen habe ich Freude. Amen. Halleluja. Wunderbar. Danke für dein Zeugnis und Gottes Segen für deinen Dienst in Duisburg und überall.